Grabwächter und Grabwächterinnen zu einem gruseligen, spupigen Extra mit Peter zusammen und dem wunderbaren Spiel SCP Containment Breach. Es ist ein Spiel, in dem es um Dinge geht. Nein, meine Cam verdeckt die Einstellungen! Oh nein! Die Einstellungen! Ist Peter auch ein SCP? Wir werden es rausfinden. Boom. Nicht die Einstellungen! Meine Einstellung ist durch die Cam nicht verdeckt übrigens. Aber wir werden viel Spaß haben. Und das ist SCP. Ich weiß nicht, ob wir das Intro skippen wollen oder nicht. Ich glaube, aber ich habe jetzt Nein gesagt. Deswegen werden wir wohl oder übel den Schwierigkeitsgrad nehmen, der uns jetzt angezeigt wird. Ich weiß zumindest, dass ich unten irgendwas brauche. Ich weiß noch nicht, ob ich links oder rechts unten brauche. Nun. Okay, es ist mit Intro. Blub. Und wir müssen blinzeln. Wir blinzeln, Grabwächter. Blinzelt ihr auch so häufig wie ich? Das ist gut für die Augen. So, unser, also, okay, wir sind ein Testobjekt, ein sozusagenes Class-D-Personal. Diese Class-D-Personal sind Strafgefangene. Diese sitzen hier rum und mit denen werden Tests gemacht und an denen werden Tests gemacht, mit SCPs. Was ein SCP ist, werden wir gleich rausfinden, weil wir müssen los. Alles klar, ich komme. Bup, bup. Nee, ich gehe schon. Also ja, wir müssen mitgehen, weil wir sind nochmal, wir haben keine Beine, wie immer in so einem Horrorgame. Und wir, ja, müssen die SCPs testen und Tests mit den SCPs machen. Und wir sind sowieso zum Tode verurteilt, also ist auch egal. Cool, da ist noch ein Class D-Personal. Hey, Buddy! Die reden einfach über Bücher. In ganzer Länge heißt das Spiel SCP, Containment Breach. Sollte auch so, sollte auch das Spiel heißen im, unterm Stream. Hierum geht's. Um das SCP-Item 173. SCP ist ein Objekt aus Zement, mehr oder weniger. Und solange man es ansieht, kann es sich nicht bewegen. Doch wenn es nicht angesehen wird von etwas, kann sich dieses Teil bewegen. Das wissen wir jetzt. Ich kann noch mal ein bisschen mehr drüber lesen. Wo das Ding her, genau herkommt, ist unbekannt. Ja, es ist irgendwie aus Metallstangen und aus Zement gemacht. Und es hat ein bisschen ja, Farbe, Sprühdosenfarbe. Aber leider nicht nur das, sondern auch Blut überall. Und jetzt müssen wir drei da rein. Alter. Und wenn ich das nicht mache, werde ich übrigens erschossen. Von daher muss ich sowieso hier rein. Und ab jetzt beginnt der Horror. Viel Spaß. Ich blind... Blinzel automatisch und ich blinzel auch unten links habe ich eine Leiste und da, irgendwann muss ich auch blinzeln. Okay, ich habe gespeichert. Alles klar. Und ja, jetzt muss ich aus dieser Facility rauskommen. Hier sehen wir nochmal SCP 173. Keine Sorge, das wird nicht das einzige Monster sein, was hier rumrennt. Also an 173 gewöhnt man sich auch irgendwann, obwohl das auch nicht die Wahrheit ist. Aber wir werden, ich meine, wir sind gerade reingekommen in das Spiel. Oh, die Tür geht gar nicht auf.
Muss ich unten lang? No shitting? Ach du meine Fresse. Ach, wir sollen gehen. Gute Idee. Da ist eine Tür auf. Okay. So leicht kannst du mich nicht erschrecken, Game. Boop. Man muss auch immer dran denken, immer fleißig zu blinzeln, einfach damit man nicht drauf geht. Drauf geht von irgendwas. Oh mein Gott, wir sind hier? What? Okay. Ich versuche euch das mal ganz kurz zu erklären. Das hier, wo wir sind, ist auch ein SCP. Das ist der unendliche Korridor. Bedeutet, wenn ich hier lang gehe. Ah, da ist wahrscheinlich auch der Zettel darüber. SCP 939. Es ist einfach wieder derselbe Gang. Immer und immer und immer und immer und immer wieder. Und ich kann damit die Dimension verändern. Brauchen wir jetzt aber nicht. Meine Realität ist ganz gut. Na, ich will nicht lesen, dass ich doof bin, das weiß ich schon. So. Na, ich will auch nicht lesen, dass andere doof sind, das weiß ich auch. Okay, die Tür ist zu. Und unten ist 173. Ah! Noch ein SCP. 1048. Ein kleiner Teddybär, 33 cm groß. Dieses Klackern ist 173. Scheiße. Ey, ich hab kein Glück! Okay. Es ist wirklich ein komischer Seed, ja. Hier ist SCP 332 drin. Ich weiß nicht genau. 1 bis 5. Ja. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich euch das beschreiben soll, was das jetzt ist. Aber ab und zu werden wir sehen, dass uns eine Hand berührt, dass wir umgedreht werden, all solche Sachen. Das ist auch ein SCP, der will. Ⅰ, du Sackgesicht! Ich weiß, dass du da unten bist. Nun!
Aber wo war er? Okay, hier kamen wir her. Ein weiteres Problem auf unserer Reise. Nope. Blut. Jesus. Level 3 oder höher? Das habe ich nicht. Ich habe, was habe ich denn? Level 1. Shit. Schade. Aufzug nach unten. Ah! Heavy Containment. Ah! Level 2 oder mehr. Also hier ist der Safe. Ach du Scheiße. Nun? Oh. Diese Monster sind die. Was ist das für ein Seed? What? Aber ich glaube, wir haben einen anderen SCP noch nicht geweckt. 049, von daher. Von daher geht's. Relativ ruhig gerade, hä? Ich höre nichts. Ich könnte Glück haben. Jetzt höre ich was. Shit! I'm dead now! Tongrabwächter! Warum sehe ich keinen? Ich höre doch jemanden. Haben die geändert, die Monster? Peter, pst. Mann, echt, ich konzentriere mich hier. Ich sehe nichts.
Warum rennst du nur da gegen die Wand? Oh Gott, er ist gebuggt. Oh nein! Okay. Okay. Von den Idioten gibt es zwei. Plus. Ich nehme einmal die abgeschnittene Hand mit. Und das Nachtsichtgerät. Der ist genau in diesem Gang. Und backt da an dem Rohr fest. Nein! Ich muss hier weiter! Ich weiß nicht mal, ob ich hier weiter muss! Ah, shit! Auf damit! Dieser verdammte Drecksgeist, den ich noch dabei habe. Weil der meint, das ist lustig. Gut, dann halt nicht. Dann gehe ich wieder hoch. Wer bleibt nichts anderes übrig, außer wieder hochzugehen? Upp. Je nachdem, wie schnell ich die Kamera bewege, kommt übrigens dieses andere Tier. Keine Level 2 Keycard, hä? Hm. Ach, dann müssen wir wieder hier durch die Containment Zone, echt? Jedes Mal durch diesen Quatsch hier. War das? Level 3 oder höher? Habe ich nicht. Ich höre ihn. Doppeltes Tesla-Gate. What? Er stand um die Ecke. What? Du Drecksack, Alter! Ich war nicht fertig hier! Ah, schade. Das ist auch null gruselig. Er kam einfach und hat mich einfach getötet. Was ein Drecksack.
Okay. General Psycho. Darfst du mir einen Tipp geben? Ja, Tipps sind erlaubt. Get good ist kein Tipp, aber ja. Blinzeln, bevor man die Türen aufmacht. Ja, ja, ich weiß. Es ist. Aber wo war er? Hopp. Hopp. Wisst ihr, was ich meine? Wieder nicht geblinzelt. Das mit der Blinzelmechanik ist halt neu, um es blöd zu sagen. Also was ist neu? Ich habe es auch schon mal gespielt, aber es ist halt, du musst dich auch jedes Mal wieder daran erinnern, dass du blinzeln musst, wie im echten Leben. Was ist das? Lagerraum. Gib mir doch auf den Sack. Was haben diese Level 1 Typen denn? Was haben die denn? Warum gibt es diese Karte, wenn man nichts damit öffnen kann? Schon wieder so ein... Wo bin ich? War ich da schon? Hä? Wie kann ich wieder hier sein? Ich habe Karte und Gasmaske. Die habe ich genau aus dem Raum. Danke für den Tipp. Ja, scheiße. Ich bin im Kreis gelaufen. Ja. Und zwar F mit Ed. Fett. Noch ein Aufzug. Oh, der Architekt. Sehr schön. Okay. Kein Ding. Kannst du ja nicht wissen, wenn du gerade erst reinkommst. Noch ein Tesla-Gate. What? Lichttestkammer, komm!
War das eine andere Levelkarte? Wenn der Bär im Gang steht, lauf weg. Ja, yep, I know. Vorsicht mit Spoilern, für die, die es vielleicht noch nicht kennen. Oder wenn ich es verdaddel. Er ist dahinter. Also lassen wir das mal schön bleiben. Ich hatte mal einen Versuch offensichtlich. So, ich kann hier speichern. Okay, cool. Ein weiterer SCP, das ist nicht der, das ist dieser hier. 1123. Nicht anfasse! Diese tote Schädel. Nicht anfasse. Dringend nicht anfassen. Ist hier drin. Laser. Und nochmal nicht anfassen. Jetzt habe ich zwei Gasmasken, ich brauche noch eine, okay. Wofür wir die Gasmasken brauchen, wird sie auch irgendwann ergeben. Ist hinter der Tür? Vielleicht. Hör auf damit! Wir können es nicht berühren. Wir können da nicht rein. Warum sind wir jetzt hier? Ah, Level 2 oder höher. Okay. Noch eine Wir haben gespeichert, hä? Bup. Könnte sein, dass es die andere, Seite ist der Halle ist mit diesen, Viechern, die sich da festgebackt haben. Ja, es ist von der anderen Seite. Hier ist nichts. Außer die Hand, und das ist halt. Nicht unbedingt schlimm, wenn wir sie nicht haben. Wo ist er? Dahinter? Für den Plot brauche ich die Hand. Nein. Nein. Ich brauche die Hand. Ich brauche die Hand nur, wenn ich Shortcuts machen will. Ja, ist immer noch dahinter, richtig? Also, du gehst mir auf den Sarg. Ernsthaft. Weiß ich, wie gesagt, ich versuche ein bisschen zu Horror zu machen. Ich bin nicht. Hi. Ich bin nicht unbedingt daran interessiert, jetzt großartig andere Dinge zu besprechen, tut mir leid. Aber ich kenne die Containment Spoopy Lore so ein bisschen, ja. Boop! Okay. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dem ganzen Ding. Das ist ganz schön schwierig hier. Ich bin froh, dass ich wieder speichern konnte. Mit der Level 2 Karte. Level 2 Karte? Moment mal. Du lässt mich in Ruhe. Reicht das? Nope, Level 3. Aber wir können in das Loch mit Level 2. Also wir können dann in den nächsten Raum. Geh mir nicht auf den Sack. Echt jetzt mal. Geh von der Tür weg. Ich warne dich. Ah, mit der Warnung hat dir geholfen, wa?
Erstmal ist ein bisschen Ruhe und dafür haben wir das hier gefunden. Es ist ein 5x5x5 Meter. Ne, es ist in einer Halle. Es ist ein Loch. Wenn man in das Loch reingreift. Hör auf damit. Dann passieren Dinge. Aber ich greife nicht ins Loch rein. Glaube ich. Beziehungsweise ich lege meine Level 2 Karte hin, meine Level 1 Karte hin, meine Gasmaske hin, mein Clipboard hin und meine Batterie hin. Wir gucken mal, was ich rausziehe. Perfekt. Jatta, Level 3 Karte. Nun, besser als erwartet. Ich weiß nicht genau, was du mit Plot meinst. Alle SCPs ausprobieren ist nicht der Plot. Der Plot ist abhauen. Okay, der ist hier vor. Ich guck mal, wie ich da am besten rumkomme. Okay, spoopen. Was machst du da drin? Und er so. Okay. Nun! Dann greife ich nochmal mit beiden. Ich leg das hin. Ich Level 1 Karte halte ich in der Hand und boom. Mach eine andere Level 1 Karte, nope. Elektroschott, ein Papierschwan, ein Zettel. Hm. Ein anderer Zettel, noch ein Zettel. Zettel, Zettel. Keine Sorge, ich wette nicht wahnsinnig oder so. Ha! Mein verlorener Schlüssel. Eine Level 1 Karte. Eine Spielkarte. Noch eine Spielkarte. Eine Spielkarte. Ein Theaterticket von damals. Wisst ihr noch, als ich im Kino war? Komm schon, so Drecksack. Gib mir eine Level 3 Karte. Aha. Ein bisschen beleidigen und schon geht es besser. Wie zu Hause. Okay, cool. Ich glaube, da findet man immer drin Sachen von Leuten. Man kann nur verlorene Sachen da finden oder so. Ein Glück da, Mann da. Okay, Level 3 Karte, das heißt, wir können das hier auch machen. Das sind so Sachen, die kann man sich angucken. Bin ja schon da! Hm.
Ja, er hat's angefasst. Ja. Jata. Muss eben die Flasche wieder zudrehen. Okay, cool. Ja, genau das, was General Psycho sagt. Das ist so ein bisschen 1945. Da steht auch auf dem Zettel da. Ja, die SCPs sind halt Dinge. Das ist zum Beispiel eine SCP, die auf deinen Kopf zugreift. Zeigt dir nämlich dann die letzten Momente von dem Typen, der dann da hingerichtet wurde. Das macht mich irgendwie. Blutig stark? Nö, nee, das ist nur das hier. Okay, das ist nicht so schlimm. Blut ist cool. Ach ja, hier geht's wieder runter. Nee, das ist alles Quatsch. Genau. Ich sehe den nackten Arsch! Komm sofort ihn! Aber was machst du hier? Natürlich blöd, an ihm vorbeizulaufen, ohne den nicht weiter anzugucken. Ist korrekt! Hat er mich. Da hat er mich. Das habe ich auch selber gemerkt beim dran vorbeilaufen, dass das nicht clever war. Levelbau hier? 3 ist doch gut, oder? Hier speichere ich mal nicht aus Gründen, aber auch das können wir uns angucken. Auch eine Anomalie, die Femme Fatale. Es wäre schön, wenn man das einstellen könnte. Weil ich habe es jetzt ein paar Mal gesagt, bitte an die anderen denken. Ich kann erstens machen, was ich will. Also Backseat Gaming brauche ich sowieso nicht. Und zweitens, die Leute wollen das vielleicht genießen. Ich habe jetzt kein Popcorn für die Show hier, aber... Guck mal, sexy Demon Boys. Oder was hast du, Peter? Ja, ich weiß. Ich weiß. Und jetzt geht auch die Tür auf. Aber ich gehe dann rein. Ist noch ein Dämon. Die sehen doch nett aus, ja, das stimmt schon. Die Frau liegt jetzt übrigens am Boden. Alter! Kreatur, was machst du da drin? Vollidiot.
Die Nummer der SCP steht hier drin. Ist 205 anscheinend. Oh. Ach guck mal, da geht noch ein bisschen was ab. Das Handy polstern ist eine gute Idee, ja. Leute, echt, Alter, eine Kneipenschlägerei. Meh. Seht ihr das immer, dieses, was sich da bewegt in den Ecken? Das ist mein Begleiter, den wir irgendwie befreit haben. Auch kein netter SCP. Also, was heißt kein netter SCP? Er hängt halt er hängt halt bei mir. Die langsamste Kneipenschlägerei der Welt. Oh! Nun! Du, also ich hab grad echt gar keine Zeit für dich. Ich hab grad andere, also, falscher Knopf! Ich hab eh gedrückt, eine linke Maustaste, voll Idiot. Solange er nicht rennt, ist alles gut. Lauf! Lauf! Larry heißt aber auch nur, wenn du viel Markiplier guckst. Du schon wieder! Ach du meine Fresse! Nope. Na gut. So be it. Dann kann ich den anderen ja auch Billy nennen, wenn ich den anderen Larry nennen soll. Ja. Ich hab noch relativ klare Sicht, oder? Haben die das hier geändert? Aus meinem Gesicht? Geh lang. Hier lang ist gut wie jeder andere Weg auch. Ich hab's nicht gesehen, in welchen Richtung, in welchen Gang ich muss. Ich bin tot. Ich bin tot. The fuck? Oh, warte mal. Go. Hey, ich überlebe das. Jetta! Ich hab zwar ein bisschen Seitenlage, aber das habe ich in der Hose auch. Auf geht's. Ich sehe nix! Level 4 oder höher? Na, toll. Der wird davon nicht begeistert sein, dass ich seinen Scheiß überlebt habe. Versorgungstunnel, ne? Duh.
Naja gut, wir sind auf jeden Fall viel tiefer in der Scheiße als vorher. Das, was sich hier ereignet, beziehungsweise das, wo wir hier sind, nennt sich Heavy Containment Zone. Ein Ort, den man eigentlich noch gar nicht erreicht hätte sollen. Aber da wir Larry überlebt haben, wenn wir jetzt den Namen... Fuck! Ja, wenn wir Larry jetzt schon überlebt haben, dann haben wir jetzt das Problem. Light Containment Zone, yay! Du Wichser! Da habe ich diesmal nicht gerechnet, dass er in der Ecke hängt. Ah, ich humpel zu stark für die Scheiße. Hier war ich schon überall. Hallo, Mr. Architekt. Schön, dich zu sehen. Boop. Oh, eine weitere Tücke, die ich ungerne. Ich auf die andere Seite hiervon. Ist es? Ja, das kann ich jetzt gebrauchen, du Arschloch! Ah! I'm dead now. Das war's. Weil ich schon verletzt bin, kann ich das nicht nochmal überleben. Sorry, bruh. Ich hab schwere Seitenlage. Ups. Okay. Ich wüsste gerne, wo die... What the fuck? Hast du sogar vier Arme, mein Freund? Hm. Er ist hinter mir gespawnt. Ihr Drecksäcke. Ich hasse euch so sehr. Hey, Gerald. Psycho, vielen Dank für den Follow. Willkommen in der Reihe der Grabwächter. Du verdammter Drecksack, Alter. Alter, zum Glück habe ich gerade die Tür aufgemacht und ich hatte gerade andere Geräusche aus dem Game gehört, ey. Das ist unfassbar. Ich höre die ganze Zeit diversen Drecksack. Slow, wir haben ihn fast. Jo. Passiert nix. Warum passiert denn nix? Ich will auch mal, dass was passiert. Da wurde ich festgehalten. Ich renne wie der Teufel, Alter. Ist vielleicht so, geht so clever, so viel zu rennen, aber. Wie meine Mom immer gesagt hat, geht schon. So.
Ein Speichermonitor, das ist sehr gut. Jata, 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 jata. Vier oder höher. Schon wieder wurde ich umgedreht. Aber das ist okay. Oh no! Oh, ich hab gespeichert, oder? Lass mich in Ruhe. Cool. Auch eine Gasmaske. SCP-1499. Während man diese Maske trägt, ist es so, als ob man komplett woanders ist. Wir machen das mal. Und das sieht ungefähr so aus. Jo, sammelt der die Kollektor oder was? Ich geh mal hier raus, bevor noch einer denkt, ich muss hier die Kirchensteuer zahlen. Oben stand auch einer. Fuck! F1! Ich wusste es! Ihr kriegt meine Kirchensteuer nie! Ihr Schweine! Ah, oh, hat er mich getreten? Mach das nochmal! Ich hab die Augen zugehalten. Ah, ich mach die Augen zu und renn! Alter, ihr seid fix! Ernsthaft? Bezahl die, nein! Niemals! Ah, noch mehr! Alter, wo habt ihr die ganzen Freunde her? Ich mach einfach die Augen zu. Mir wird nichts passieren. Überall ist es schöner. Nichts ist schöner als zu Hause. Prügeln die mich wirklich? Oder? Ja, Abuso. Ist so. Alter. Komm schon, Leute. Ihr wisst doch gar nicht, wovon ihr da redet. Ich wollte nur mal gucken. Ich habe auch nichts angefasst, ich schwör. Ich bin mir noch nicht sicher, ob die mir wehgetan haben oder nicht bis jetzt, also. Ja, Grüße an meinen treuen Korbwächter Christian. Hey Christian. Kommt der jetzt auch, um mich zu verfolgen? Dann gehe ich da mal rein. Mal gucken, was passiert. Ha! Jetzt lass ich doch mal gucken hier, Mann! Was ist das Problem? Ich habe vergessen, wie man Treppen läuft. Nein! Nein! Ich habe vergessen, wie man Treppen steigt! The fuck? Komm schon! Ich blute ziemlich stark. Was? Fuck! Ich hätte bezahlen sollen! Ich hätte bezahlen sollen! Wenn es nicht besser wüsste, würde ich sagen, ich blute ziemlich stark.
Ist es dein Ernst, dass du jetzt kommst, oder was? Alter, ich blute aus! Das ist doch nicht dein Ernst! Ich kann nicht mehr in deine Dimension kommen, das ist unmöglich! Jetzt hör mir doch erstmal zu! Was? Oh nein, er ist verwundet! Ah, ich glaube, ich bin tot. Ja, klar wirst du kleiner. Ich meine, du verlierst Blut und du gehst immer gekrümmter. Siehst du, er geht so gekrümmt, weil ich die Seite hält und irgendwann kriecht er nur noch auf allen Vieren wegen dem Blutverlust. Ja, also du wirst kleiner. Quote unquote. Aber ich wollte es euch mal zeigen. Und ich meine, dafür ist das Spiel ja auch da. Außerdem gibt es hier diese wunderbare... Guck mal, diese hübsche Frau können wir uns hier angucken. Mmh, so sweet. Mmh. Yummy, yummy, love in my tummy. Auf geht's. Alter, ich hasse dich so sehr, Alter. Ja, dich! Ich hasse dich! Was machst du hier? Ich halt wieder hier rein. Bist du glücklich? Ich hätte mich ausruhen sollen. So schwach! Kein klarer Gedanke mehr! SCP... Ich hab da eine Frage. Ach, du bist hier drin. Ich frag später. Danke. Knappes Ding! Okay, ich glaube, hier war ich schon sogar. Ja, ein sogenannter Storageraum. Ich nehme den mal. Ich nehme auch mal so eine Karte mit. Batterien auch mal gut. Noch mehr Batterien. Clip. Noch ein zweites Clipboard. Ja, das brauche ich definitiv. Die Antwort ist nein. Das nehme ich mit. Ach, eine Level 1 Karte in einem Level 3 gesicherten Raum. My favorite. Nein. Was ist das? Das Clipboard. Wenn du schiebst, F sagen, ist okay. Du kannst den gerne. Dann halt schon mal die Taste gedrückt. So, was haben wir denn hier? Achso, ja, okay. Hey, der funktioniert ja sogar. Der Navigator. Gute Sache. Navigator, so hat man mich mal auf dem College genannt. Ich habe hier gerade eigentlich eine andere Szene am Laufen, Larry. Ich habe eigentlich eine andere Szene am Laufen gehabt. Ah! Das fand ich jetzt blöd. Weil die Wünschelrute immer in Richtung Schnipse zeigt. Es ist deswegen Navigator, das ist korrekt, Shadow. Wir verstehen uns da. Schon wieder hier. Ich blinzel mal ein paar Mal, dann ist es gruseliger. Haha!
Der ist überall versichert, ja. Was war das? Es ist dein verdammter Scheißernst. Ich bin gerade raus und da kommst du schon wieder? Sag mal! Du bist voll der Drecksack, Alter! Lass mich doppelt in Ruhe! Haut der eigentlich irgendwann wieder von alleine ab? Als Frage? I'm gone now. You'll never catch me alive, you bastard. Schade, die Gegend, wo ich gerade war, da wäre ich gerne geblieben. Tatsächlich. Weil das wäre sehr interessant gewesen. Hey, Mina. Oh, nice. Ha! Oh Gott, ich hasse dich so sehr. Ich hab nicht genug Zeit. Fucker! Ich bin so sauer. Ist jetzt kurz gut, oder? Ich will eigentlich nicht speichern, weil ich bin verletzt. Was haben wir denn plus gemacht an Items? Der Navigator. Lohnt es das zu speichern, Grabwächter? Oder speichere ich jetzt in einem... Ich meine, die Verletzungen kann man natürlich wieder aufheben. Ich kann natürlich irgendwo ein Medikit finden oder irgendwelche Medizin oder so. Aber meint ihr, das lohnt sich jetzt, das zu speichern, was wir haben, oder eher nicht? Ich bin mir wirklich nicht sicher an dieser Stelle, weil sonst renne ich einfach weiter rum, das ist nicht so schlimm. Bei der Assassin's Story, ja, das ist halt das Problem. Ich meine, den Navigator zu holen war jetzt nicht so schlimm. Die Frage ist... Keine Ahnung, oder? Wenn ich nochmal in Larry reinlaufe, bin ich auf jeden Fall das nächste Mal tot, das ist klar. Wie gefällt euch das Spiel bis hierhin, jetzt wo wir eine kurze kleine Pause haben? Weißt du noch, wo der war? Der Navigator? Ja, vielleicht. Das Problem ist, wenn ich neuen lade, ist die Chance genauso hoch, dass Larry wieder auftaucht an derselben Stelle. Also das ist jetzt gerade so die Hassliebe dazwischen. Wenn ich jetzt speichere, dann bin ich halt verletzt, das ist blöd. Auf der anderen Seite, alles außer Larry, annähernd, ist zumindest ein One-Shot-Kill, also da werde ich sowieso nicht lange leben. Und das Gehumpel macht mir an sich so nichts aus. Es ist halt, ich regeneriere langsam Ausdauer und ich bin halt verletzt. Es ist die Frage, speichere oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss einen Schluck trinken nochmal. Oh, sorry. Ich kann mich nicht durchringen. Ich speichere nicht. Nope!
bin ich jetzt schon wieder. Das war interessant. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die Rate davon. Mann, nochmal. Ob die Rate davon verändert haben, wie oft ich abgehauen bin bis jetzt. Von Larry. Warum? Warum was? Ich hab gar nichts gelesen. Ach so, war verpasst. Nö. Ich renn blind rum, wie immer. Oh, guten Appetit. Ich hab hier die Map, also so richtig verloren bin ich noch nicht, aber. Wir können hier rein, aber wenn wir hier reingehen, dann sollten wir auch unten speichern. Ah, verdammt nochmal, verdammte! Ich zeige euch was Lustiges. Guck mal, das ist noch eine andere Hand, du. Ich kann dich noch mehr tragen. Bitte was? Oh! Das sieht alles gleich aus. Nee, eigentlich nicht. Ich zeige euch was Lustiges, Grabwächter. Eine ganz interessante SCP. Du startest deine Nägel in dein Handgelenk, in dein Fleisch zu drücken und damit du anfängst zu bluten. Du reißt dir das linke Handgelenk auf und fängst an mit deinem Blut zu schreiben. Ich glaube, das war's für mich. Du reißt dir die Wunde weit auf. Und der Rest war so schnell. Verlierst du den Verstand? Nein, ich bring mich gerade um. Es ist eine Art Musik, also das ist Notenpapier, und wenn du diese Musik oder diese Noten hörst, dann hast du immer das Gefühl, dass du das zu Ende schreiben musst. Nun, ich nehme immer noch die Hand mit, wenn es keine Umstände macht. Nein, du hörst auf, mit dem Blatt Papier dahin zu laufen, du Drecksack. Schön auf mich hören. Hör auf deinen Pharao. Du gehst wieder aus der Tür raus. Na, du gehst nicht über los. Na. Nicht über losgehen, na? Ich finde es interessant, dass ich das einigermaßen noch kontrollieren und steuern kann, hier, was hier passiert. Na? Na? Jetzt ist besser.
Also, nicht vergessen, wenn du in einer, wenn du in so einer Gegend hier rumläufst, immer eine, immer was zu schreiben dabei haben. Das ist gut zu wissen. Okay, help. Okay, cool. Dann gehen wir halt runter in den Versorgungstunnel. Meh. 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 Es fühlt sich an, als ob etwas mit im Raum mit mir ist. Ich könnte die Superdroge nehmen. Ich bin unsterblich! Aber ich bin trotzdem so doof, die Beine zu heben beim Laufen. Nun! Man kann nicht alles haben, Grabwächter, echt nicht. Aber wir haben ja um die Ecke gespeichert, von daher ist das nicht so schlimm. Überlebe ich das schon wieder? Überlebe ich das schon wieder? Das kann nicht sein. Es ist ein ziemlich langer Gang. Hier werde ich nichts überleben. Huch! Von hinten in den Rücken. Konnichiwa. Oh, deine Farbe ist aber ganz merkwürdig, freue ich mich heute. Masipa, das kann ich kaum lesen, da muss ich mir jetzt mal lehnen. Okay. Okay, aber wir sind hier, alles ist gut. Hup, Blinzel. Okay, da gehen wir nochmal lang. Gut, gut. Wir kommen okay weit. Ich habe auch nicht den Anspruch, das heute Abend fertig zu machen oder so. Das ist ja nur mal ein bisschen angespookt, damit wir das mal angucken können, so ein bisschen zu Halloween. Ich bin ja normalerweise nicht so ein Horrorspieler. Das muss ja auch nicht sein. Ich meine, wir haben genug Rollenspiele, die wir machen. Und wenn euch das wirklich gefällt, dann müssen wir das eventuell in Folgenreich oder so packen dann später. Das kann man natürlich immer wieder mal machen. Ja, ich hasse dich. Du kannst es ruhig wissen, dass ich dich hasse. Na, eigentlich will ich die Pille schon haben. So, diesmal eventuell nicht gegen die Wand laufen wie ein Plepp. Dankeschön für das 9-mal gekluge Gehabe, das ist sehr lieb. Ich weiß, aber gestern war hier so viel Türklingeln, da konnten wir kein Halloween machen, da war, da haben wir ganz normal einen Sendeplan gemacht. Wo sind wir jetzt? Aua! Aua! Hat er mich gekratzt, der Drecksack? Aber ich blute nur normal. Los! Okay. Ich frag nicht nach. Also wenn du das Bedürfnis hast, das stehen zu wollen, ist es völlig in Ordnung für mich. Du kannst da gerne stehen.
Das war Larry, der so schwer atmet. Aber... Also ich stehe jetzt mal hier rum. Ich blute schon relativ stark. Ich mache mir schon Sorgen. Einmal im... Nee, das war was anderes. Okay. Ah. Badabub. Da. Ja, das Game ist immer random. Der sieht bestimmt. Oh mein Gott. Ich dachte nicht, dass mich der Gegner so hart getroffen hat. Ich verliere echt viel Blut. What? Wenn mich irgendwas umbringt, sagt mir Bescheid. Ah, hier ist Larry drin, guck mal. Level 4. Ich gehe einfach mal weiter. Ich ignoriere den Fakt, dass ich nichts mehr sehe. Ich glaube, das liegt an dem Blutverlust, dass ich gar nichts mehr sehe, Grabwächter. Ja. Ich sehe so ganz schlirrige. Da ist ein Gang. Moment. Hä? F1! Ich weiß nicht mal, ob ich auf den Boden gucke oder runter oder hoch, doch. Der Boden hat sich verändert. Ich wünschte, ich würde irgendwas sehen. Also ihr seht nichts, ich sehe gar nichts. Ich wollte es nur mal sagen, ich mache mal das Kamera ein bisschen höher. Nope.
gibt in Game auch Heilung, ja, gibt's auch. Aber ich glaube nicht heute. I'm dead now. Der Blutverlust hat mich hingerafft. Am Ende des Tages. Peter, deine Einschätzung? Ich weiß, dass es dunkel war, Peter. Ich soll besser werden in den Spielen und weniger auf die Schnauze kriegen. Hört sich nach einem Plan an. Willst du spielen? Du hast leider keine Finger mehr. Ist okay, zuzugucken, ja? Klar. Ha! Einen Versuch mache ich noch, Grabwächter. Nein, ich brauche keine Freunde, dankeschön. Das geht auch ohne. Manche Leute brauchen einen Sinn für Humor. Und Peter spricht wirklich erst noch weit weg von der Kamera, von daher ist es dann blöd. Hopp! Ja, ich komm! Okay. Kurz warten. Kurz warten. Kurz warten. Kurz warten. Kurz ganz lange warten. Pilz sind help, ja. Ich brauche keine Karte dafür, ich kann es so aufmachen. Solange mir Larry nicht wieder auf den Sack geht, wie man in Frankreich sagt. Ach ja doch, er geht mir auf den Sack, weil ich da runtergehe. Du hast schwarzen Humor. Sieht eher aus nach Meme. Nach Meme und nach Meme und verarschen Humor. Das ist doch nicht schwarz. Das ist Kinderhumor. Der gute, ich mache mich über etwas lustig Humor. Ist nicht schwarz. Kaffee ist schwarz. Und diese Pille ist nicht schwarz. Ich nehme einfach die Pille mit und guck mal, dass mich Larry nicht frisst. Wie wäre das denn? Vielleicht kann ich die Pille behalten. Ah, nein, doch nicht. Das war eine dumme Idee. Entschuldigen Sie, Sie haben tolle Hosenträger. Ah, fuck. Scheiße. Peter, deine Einschätzung? Das wird ihm aufs Maul kriegen, aber ich versuche zu verhindern. Erna, ernsthaft? Ne, ehrlich, ich hab's versucht, Mann. Schreibe ich dich an. Ja, okay, du hast recht. Correct. Das ist ein bisschen schon, ne? Guck mal, hier wieder dieses Pendulum. Pendului, Pundula, Pendulum. Okay. Das zweite Mal überlebt. Hust, hust. Ich brauche dringend sogenannte medizinische Versorgung. Dringend. Pilz and help, oh mein Gott. Ha, ich hab nur gelacht. Ich hab euch nur alle verarscht. Ne, warte mal. Ha, die Blutung ist wieder okay. Was auch immer das bedeutet. Ist das eine Level 3 Karte? Was du hast, vermisst du nicht. Hey, ich lebe wieder! Damit habt ihr nicht gerechnet! Ich auch nicht übrigens. Also.
Miep! Ist das ein Aufzug? Leck mich, ich geh nicht weiter runter. Jetzt ist es wichtig, einen sogenannten Speicherort zu finden. Dies ist von höchster Not und Wichtigkeit. Ich bin trotzdem so leicht humpelig angehaucht, oder? Wirklich? Zumindest kann ich hier speichern. Yes! Ich bin ein Seehund. Ah, ich freue mich. Ah, das ist... Aber wir können hier sterben, wenn ihr wollt. Guckt. Ich gucke jetzt einfach. Seht ihr, was passiert? Ich gucke dahin. Dahin gucke ich. Oder da. Und jetzt gucke ich auf den Monitor. Und mein Herz fängt an zu klopfen. I'm dead now. Und alle so, hä, warum ist sie jetzt tot? Jetzt ist besser. Verrückt. Das Gute, wir haben das jetzt eingedämmt. Das kann normalerweise überall passieren irgendwann, aber... Hier, SCP-885. Sorgt für Veränderungen bei Foto- und Videomaterial rund um 50 Meter. Es kann Trauma und so hervorrufen. Das ist also eine ganz fiese Nummer ist das. Ich glaube, man kann sogar runtergehen, aber ich weiß nicht mehr, was das bedeutet. Also ernsthaft, wer? Ich hab hier einen Moment! Was habe ich, hab ich 59 gesagt? Oder habe ich 980 gesagt oder so? Sorry. Und ich bin schon wieder richtig. Hoffe ich. Alter, direkt kommt er wieder, weil er gar keinen Bock hat drauf, dass ich... Er hat gar keinen Bock drauf, dass ich lebe, Alter. Ich bin so ein netter Mensch. 885, das tut mir leid, yo. Ich habe echt gar keine Zeit für diesen Scheiß. Für diesen Scheiß jetzt.
hasse dich so sehr, Alter, ohne Scheiß. Witzig, jetzt. Ah, witzig, jetzt war ich schon wieder hier. Wie habe ich das nur gemacht? Scheiße. Hä? Ja, ich finde auch, hinterher wird es auf jeden Fall noch lustiger. Deswegen, wenn ich es gleich schaffen sollte, ich glaube, ich habe zwar gesagt, wir machen noch bis 21 Uhr SCP, dann wechseln wir nochmal das Game interessanter kann man es nicht sagen. SCP ist schon gut, deswegen no shit about it. Aber auch auf ein interessantes Spiel. Schon wieder geschafft, hier durchzudauen. Komm, guckt euch das an. Gruseliges Horror! Gruselige Horrormusik! Bupp, umgefallen. Danke, ich entscheide selbst, was ich spiele. Vielen Dank. Schade. Was wollte ich sagen? Ich lebe noch! Ha! Und ihr dachtet, ihr könnt eine Lama nie das fahren. Oh, ich bin runtergefallen von der Brücke. Oh, wie unheimlich. Wie bin ich jetzt schon wieder dahin gekommen? Das geht mich auf den Sack mit dem Typen da. Lot. Also unten ist eine Level 3 Karte, uninteressant. Monitor ausschalten, okay. Gasmaske abnehmen, okay. Nochmal, ich entscheide selbst, was ich spiele. Es ist auch nett mit Bitte und ich wie gesagt, wenn du spielst das und das, ist auch okay. Da habe ich nichts gegen, aber. Ich spiele tatsächlich sehr wenig Horrorspiele. Ich habe mal mehr gemacht damals, wo ich noch auf YouTube unterwegs war, vor meiner Twitch-Zeit. Und jetzt genieße ich wirklich die horrorfreie Phase und die Rollenspielphase. Aber Freitags wahrscheinlich nach dem neuen Plan bald. Neuen nicht, wir werden die Tage ein bisschen umstellen. Werde ich wahrscheinlich Zeit zu haben, auch mal bis ab und zu mal ein bisschen Horror zu spielen. Das Problem ist, ich nutze meine Okay, Moment mal eben. Okay, ich bin nicht gezwungen, eine Gasmaske aufzusetzen. Entrance Zone. Ach, das ist das mit dem Multiplayer? Ach, das habe ich gelesen bei Steam. Das fand ich ganz interessant. Tatsächlich werde ich das mal ausprobieren mit euch. Habe ich mir zumindest mal gedacht. Stimmt. Ah, richtig. Da kannst du dann dann wechselst du immer, was du bist. SCP, so ein. Oh nein. Oh ja, cool. Endlich ein bisschen Fortschritt und ein neues Monster, was uns jetzt auch überall verfolgt. Oh ja, was? Alter, ohne Scheiß, ich hab hier gerade voll den Moment. Ich kann nicht, Larry, Alter. Du bist ein Bastard. Ich möchte, dass du weißt, dass ich dich hasse. Schade. Das ist ein Monster. Ich frag mich nicht nach der Nummer. Es ist Shy Guy von Super Mario. Wenn du den anguckst, wenn du den anguckst, ist der voll pissig auf dich. Das ist ja super pissig. Das wäre jetzt eine Situation gewesen, die hätte ich sehr gerne gehabt. Das ist genauso wie die andere Situation mit den Monitoren. Da hätte auch nochmal ein neuer SCP dann unseren Weg gekreuzt. Beide SCPs ganz cool. Der eine ist 049, ein Doktor. Und ja, Larry. Was ist denn hier los? Und Larry, nicht Larry, und der andere Shy Guy.
Moment mal eben. Das wollte ich gar nicht machen. Ich glaube, ich gehe jetzt sterben. Ist okay, oder? Ist die Tür noch auf? Okay. Wie bin ich da lang gegangen? Ich bin hier lang gegangen, oder? Bin hier lang gegangen oder war da geradeaus, ja? 999 ist böse, okay. Ich blute noch so leicht, ne? Na ja gut, man kann ja nicht alles haben. Das Problem ist echt meine Ausdauer. Ja, ich bin einfach nur gerade ausgelaufen, cool. Ist so. Larry geht mir voll auf den Sack so, hey Larry, komm schon ey, ich bin gerade erst reingekommen. Ich hab gerade die Frau kennengelernt, komm schon, gib mir 5 Minuten, okay? ...096, genau. Larry, Alter, du bist ein Hund. Ich hasse dich von ganzem Herzen. Jemand ist mir ganz nah. Ja, meine Mutter! Lass mich in Ruhe jetzt! Diese Monster sind mir ganz nah. Außerdem Larry. Ich lass mich lieber von denen verprügeln. Komm! Oh. Sieht aus wie mein Hemd. Larry, Alter! Ich hab hier voll den... ...939. Ist das der, in dem... ist das der, der normalerweise in dem Waldabschnitt wohnt? Dieser Hundedämon? Oh. Mann! Ne? Okay. Hier, das ist 049, der Pestdoktor. Voll die geile SCP auf jeden Fall. Die sind alle cool. Das rote Ding, da sprechen. Ah, okay, ja. Oh. Echt? So viele SCPs gibt's dann, die man auch selber spielen kann. Mega cool. Wo die Hand ist, ha? Huh? Ach, ich bin dämlich. Erst blinzelt Ustra. Okay. Zack. Hep. Danke für den Host. Na? Wer zockt es raus? Ich sollte abwarten, dass Larry gleich kommt, oder? Das hilft mir ja auch nicht. Oh, na gut, letztes Ründchen. Wenn ich jetzt hier keinen neuen Speichermonitor finde, dann call ich es erstmal bis hierhin. Keep calling. Also nach rechts laufen war zumindest die dumme Idee.
Vor allem, das ist voll der Penner, weil der weint die ganze Zeit. Und klar, du guckst natürlich, wo das Weinen herkommt. Und dann hast du dir angeguckt und dann so, ja, du hast mich angeguckt, Idioten. Voll die Witch aus Left 4 Dead. Ich glaube, das ist doch so ein bisschen... Das geht so ein bisschen Hand in Hand. Okay, cool. Ich schwöre, ich hasse dich so sehr. Das Problem, ich habe durch Larry auch einfach gar keine Zeit, diese paar Sekunden zu genießen, die ich dann mit den neuen SCPs habe, weil dem einfach dreckig auf den Sack geht. Auf den Sarg, wie man so schön sagt. Oder in meinem Fall auf den Sarkophag. Das ist jetzt schon wieder das Problem. Vor allem, warum höre ich die Heulsuse hier drin? Na, ich bin hier bei dem Erste-Hilfe-Set, was ich leider schon aufgebraucht habe. Hi Alpha. Wir brauchen definitiv, ich müsste entweder die Maschine finden, damit ich meine Level 3 Karte zu einer Level 4 Karte machen kann, oder zu einer Omega Karte oder so. Das wäre natürlich am besten. Oder ich, das ist schon ziemlich komplex, das ist korrekt, ja. Ich hab mich beruhigt. Mir geht's wieder gut. Ja, mir geht's wieder gut, ich verliere nur all das Blut. Alles gut, alles in Ordnung, ist normal. Das ist nämlich jetzt ganz cool eigentlich, diese Mischung aus, bei dem einen Monster musst du hingucken, damit du überlebst, bei dem anderen Monster musst du weggucken, damit du überlebst. Also ich mag diesen Mix auch sehr gerne, und das ist gerade, wenn man hier später ins Spiel, das ist alles Quatsch, wenn man so ein bisschen später im Verlauf des Spiels ist, oder ein bisschen weiter ist, sagen wir es so rum, weiter hört sich besser an, dann macht das schon Bock, wenn dann die ganzen verschiedenen Monster dich jagen. Vor manchen musst du weglaufen, vor manchen musst du dann angucken, manche darfst du nicht angucken. Mann, ich sehe doch schon nichts. Hau mich doch tot, Mann. Ist hier keine Tür, sag mal. Au. Weil ihr seht gar nichts, oder? Ihr seht nicht mal, dass die Kamera verschwunden. Oh, ich bin in meiner eigenen Lache eingeschlafen. Nein, es ist nicht so schlimm. Das ist ein bisschen eklig, aber das macht nichts. Schade. Tut mir leid. Aber der war vielen Dank, Shadow.
Der ist gut, ne? Der kleine Schrei ist ganz gut. Leider hat mich die Situation... Ja, Larry hat mich so genervt. Und ich denke mal, für jetzt war es es auch mit SCP Containment Breach. Ich mache eine kurze Pause, muss auch mal eben gleich...